Einen wunderschönen guten Tag und ein herzliches Willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Let's Play Planet Crafter. Wir sind wieder da und wir haben in der letzten Folge angefangen, diese Bäume hier zu machen. Und ich habe die gerade mal fertig gemacht. Und jetzt gehen wir wieder rüber zu unserem neuen Domizil. Wir gucken gerade mal kurz in die Kisten, wie es aussieht. Müsste eigentlich ein bisschen was noch nachgesammelt worden sein. Okay, hier sowieso. Ja, auch hier wurde ein bisschen nachgesammelt. Das ist sehr schön. Ist natürlich gerade dunkel, aber das soll uns nicht daran hindern, da oben mal für ein bisschen Grünzeug zu sorgen. Ich hätte nämlich gerne ein paar Bäume da oben. Wobei es eigentlich sinnvoller wäre, wir würden vielleicht erstmal gucken. Alter, guck mal. Wie cool das aussieht, wenn man da runter geht. Da ist auf einmal auch nicht mehr dunkel. Crazy. Okay, warte mal. Ich hoffe, ich fliege gerade in die richtige Richtung. Ja, sollte gut sein. Nice. Okay, pass auf. Wir fangen jetzt mal an. Hier oben vielleicht so ein paar Bäumchen hinzusetzen. Ist vielleicht, also, ich weiß nicht, ob es eine gute Idee ist, damit jetzt schon anzufangen, aber ich möchte ja einfach ein bisschen was grün haben. Dementsprechend, warte mal, diese hier brauchen wir. Ich würde den gerne hier hinsetzen, geht das? Kriegen wir das Geländer da noch hin dann? Ja, oder? Das sollte eigentlich kein Problem sein. So, lass mal das Bäumchen mal wachsen. Und das gleiche machen wir hier drüben auch nochmal. Gucken, ob wir das einigermaßen gleich hier hingesetzt kriegen. Vielleicht wenigstens auf die gleiche Höhe, damit das nicht ganz so blöd aussieht. Jetzt sind wir ein bisschen weiter hier drüben gewesen, ne? Ist das so halbwegs wenigstens die gleiche? Überhaupt nicht. Okay, vielleicht sollten wir wenigstens gucken, dass es von hier aus gleich ist. Sind wir ein ganzes Stückchen rübergegangen, tatsächlich. Ja, das sieht schon besser aus. Okay, let's go, warte. Einmal noch ein Bäumchen hier rein. Guck mal, dann wächst das hier richtig schön nach oben. Ja, geil. Perfekt. Okay. So, jetzt müssen wir uns Gedanken darüber machen. Der Eingang sollte auf jeden Fall schon hier vorne hin, ne? Das ist klar. Ich hätte gerne hier vorne den Eingang. Hier ungefähr. Jetzt müssen wir uns nochmal schauen. Was setzen wir denn hier überhaupt hin? Abgerundetes Wohnmodul. Ja, also oben, ganz oben, kommt auf jeden Fall das Wohnmodul mit Kuppel hin. Das ist eh klar, ne? 3x3 Wohnmodul, das sollten wir bauen. 3x Eisen, 3x Titan, 3x Superlegierung. Gucken, ob wir das einigermaßen unterkriegen. Die Frage ist jetzt natürlich nur, kriegen wir davon zwei Stück hier hingestellt? Das wird wahrscheinlich eng werden, ne? Huch. Ich weiß nicht, ob wir davon drei Stück hingestellt bekommen. Das wird mit Sicherheit sehr... Was will ich hier drin eigentlich? Das wird mit Sicherheit sehr eng werden, glaube ich. Habe ich eigentlich alles auf Angebot gestellt? Ja. Okay. Also 1, 2, 3. 1, 2, 3. Was haben wir gesagt, brauchen wir noch? Ah ja, Titan. Okay, oder Superlegierung. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Und Titan. Haben wir das auch irgendwo hier eigentlich? Nee, haben wir. Oh, doch, haben wir. Okay, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ich dachte schon, wir haben hier keins. Doch, aber haben wir. Aber haben wir. Okay, dann wollen wir nochmal gucken. Das Hochfliegen nervt ein bisschen, ne? Ich hätte die Kisten besser oben hingestellt. Das wäre viel schlauer gewesen. Aber hey, wir reden ja hier nicht über Schlauheit oder es wäre schlauer gewesen oder sowas, ne? Nein. Überhaupt nicht. Überhaupt nicht reden wir darüber. Wir wollen ja hier keinen Schlauheitswettbewerb gewinnen, ne? So, pass auf. Wie groß ist das? Okay, es ist sehr groß. Wir kriegen hier nur einen hin. Okay, jetzt würde ich mir wünschen, dass man irgendwie es schafft, vielleicht mal ein bisschen hoch zu fliegen. Aber das geht leider nicht. Das ist so ätzend, ne? Ich stell's einfach mal hin und wir gucken erstmal. Okay, wir haben nach hier hinten dann noch sehr viel Platz. Wie gesagt, das nervt ein bisschen, dass man nicht so hoch fliegen kann, um zu gucken, wie man das hier richtig gut hinbaut. Weißt du, was ich meine? Ich meine, wir könnten nach den Dingern auf dem Boden gehen, aber das ist auch irgendwie ein bisschen schwierig, ne?
Könnten es so hinbauen und dann ist hier noch eins daneben. Nee. Das wird dann schon wieder zu groß. Das hängt dann irgendwo, ne? Hinten an der Seite hängt es runter. Okay, das ist blöd. Weil theoretisch könnten wir hier vorne noch ein Stückchen nach drüben. Dann kriegen wir krächten bestimmt zwei Stück da nebeneinander, ne? Aber die Frage ist halt, brauchen wir das überhaupt? Das ist halt auch die Frage, ne? Kriegen wir da genug Stuff unter? Ich glaube halt eigentlich, dass das viel zu groß ist. Pass mal auf, machen wir das mal folgendermaßen. Ich setze das hier mal dahin, dann können wir hier immer noch rumlaufen, das ist wichtig. Und dann... können wir da auch so eins dranhängen eigentlich? Ja. Und können wir das hier... okay, wir haben keinen Stuff mehr dabei, warte mal. Ich komme gleich wieder. Oh, hier kommt wieder was vom Himmel geflogen. Das ist gar fantastisch, aber wir brauchen gerade nichts. Vielen Dank. Dass mir im Bofrost klingelt. Nein. Heute nicht, bitte. Was brauchen wir dafür? Okay, das ist genau das Gleiche. Und da brauchen wir auch... ja, okay, das ist alles das Gleiche. Also 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Okay, wir können nicht so viel Superlegion jetzt leider mitnehmen. Aber wir haben schon drei Stück. 1, 2, 3... pass erstmal. Okay. Okay, okay, okay. Ja, wie gesagt, das wäre irgendwie cooler. Es wäre irgendwie cooler, wenn man, na, sag schon. Wenn man, ja, beim Bauen vielleicht in so eine Art Baumodus gehen könnte und dann so ein bisschen nach oben fliegen kann, weißt du? Dass du einfach eine etwas bessere Übersicht hast über das, was du da gerade eigentlich baust. Das wäre geil, wenn das gehen würde. Okay, das Ding ist riesengroß. Würde aber hier hingehen, theoretisch. Hä? Ging das nicht gerade hier hin, irgendwo? Geht das nicht hier hin? Oh nee, es passt leider nicht. Ist doch kacke. Würde das hier hingehen? Okay, das wäre hier aber Schwachsinn, oder? Ja, guck mal, dann haben wir hier keinen Platz mehr zum Durchgehen. Das ist kacke. Nee, das gefällt mir nicht. Können wir irgendwas anderes da vielleicht dran knüpseln? Ah, das wäre halt geil, ne? Aber das passt leider nicht. Es ist leider viel zu... es würde an sich schon hinpassen. Aber es ist halt leider viel zu groß. Und ich bin auch ehrlich, ich möchte es eigentlich nicht größer bauen. Das ist schon vollkommen in Ordnung. Okay, können wir irgendwas anderes da hinsetzen vielleicht? Ein Aquarium. Warte mal, können wir ein Aquarium da hinsetzen? Ach nee, das hat das Ding nach unten, ne? Okay, wie wäre es mit einem Biodom vielleicht? Oder halt ein Wohnmodul mit Kuppel, aber die wollte ich eigentlich oben drauf setzen. Ich meine, hier wäre eine Garage geil, ne? Hier würde ich gerne eine Garage für unsere Karre hinpacken. Lass uns mal... ja, wobei ein Aquarium wäre halt schon geil, ne? Aber das kriegen wir hier, glaube ich, nicht hin. Das wird schwierig. Ja, dann lass uns... haben wir was zu trinken dabei eigentlich? Nö. Können wir vielleicht... warte mal, wo waren denn die Dinger? Hier. So ist auch doof, ne? Dann passt halt hier auch kein Dings mehr hin. Dann passt hier auch keine Garage mehr hin. Ist das jetzt schlimm? Weiß ich nicht. Machen könnte man das natürlich so, aber das ist halt schon sehr groß, ne? Das, ich weiß halt nicht, ob wir so eine große Bude brauchen. Frage ist halt, ob sie darum geht, ob wir die brauchen oder ob wir sie einfach haben. Weißt du? Lass uns mal ganz kurz ein bisschen... erstmal gehen wir was trinken und dann lass uns mal gerade ganz kurz ein bisschen Cobalt mitnehmen. Und mal checken, wie es aussehen würde, wenn wir da jetzt einfach zwei Kuppeln oben drauf bauen. Alter, was ist das?
Huch. Das sah gerade komisch aus. So. Okay, lass mal ganz kurz checken, wie es aussieht, wenn wir da oben jetzt noch so zwei Kuppeln draufbauen. Ich muss sagen, ich bin jetzt nicht unbedingt der Hero, was das Bauen hier angeht, ne? Was brauchten wir dafür? Superlegierung. Aber kein Titan. Warte mal, dann packe ich das Titan gerade mal wieder weg. So. Dann nehme die Superlegierung hier noch mit. Alter Schwede, hier kommt ordentlich was runter, ne? Oh, wir bräuchten auch ein Zeolith. Für was haben wir gerade das Zeolith gebraucht? Ich nehme es aber mal mit. Für irgendwas haben wir gerade das Zeolith gebraucht. Ich weiß aber nicht mehr für was. Für ein Aquarium? Nee. Für irgendwas braucht man das. War das für den Brunnen vielleicht? Ah, war für den Brunnen. Okay. Ja, den will ich auf jeden Fall auch bauen. Den will ich auf jeden Fall auch hier oben haben. Wo war denn jetzt... Hä? Warte mal. Oh, ach, da vorne. Es ist schon verlaufen. Jetzt ist das Ding schon so riesig und wir finden es trotzdem nicht wieder. Crazy. Okay, pass auf. Wenn wir jetzt hergehen und setzen uns so eine Wohnmodulskuppel hier oben drauf. Eine hier hin. Nee, das gefällt mir nicht. Eine hier hin. Ich weiß noch nicht. Und eine hier, die wird auf jeden Fall überstehen und das ist schon mal kacke. Und theoretisch... Sind die jetzt connected? Ja, das sieht scheiße aus. Nee, das sieht kacke aus. Nee, das geht nicht. Okay, dann müssen wir umdisponieren. Ich muss das hier doch nochmal weg. Okay, es passt auf jeden Fall hier an allen Ecken drauf. Das ist schon mal super. Ich überlege gerade. Warte mal. Wie sieht es denn aus, wenn wir dieses Wohnmodul hier nehmen? Oh, da liegt der ganze Stuff. Shit, den konnte man nicht mitnehmen. Warte mal. Müssen wir kurz anders machen. Die Bohne können wir essen. Dann lege ich mal hier gerade ein bisschen was von dem Titan ab. Ein bisschen was von dem Eisen. Wir den Stuff hier mitnehmen können. Perfekt. Können wir erst die zweite Wohnkuppel da oben dran setzen? Okay, das geht. Das ist schön. Und darunter bauen wir jetzt das andere Wohnmodul. Pass mal auf, dann machen wir das folgende mal. Das Große hat nichts gebracht, ne? Ja, das kannst du auch nicht in die Mitte klemmen, das ist scheiße. Und das ganz Große können wir nicht bauen, ne? Das passt. Ach, das war das Problem. Wir haben hier keinen Platz mehr zum Durchgehen. Okay, das ist aber nicht so wild, glaube ich. Wir können ja hier hinten langlaufen, ne? Das ist halt schon sehr groß, ne? Das ist schon sehr groß. Ich weiß nicht, ob wir das so groß brauchen halt, ne? Aber ich meine, darum geht's ja jetzt auch gar nicht. Können wir das vielleicht so machen? Okay, brauchen wir Eisen und Kobalt.
Optisch sieht das jetzt nicht so megamäßig aus, ne? Aber so ein bisschen wenigstens ist okay, glaube ich, oder? Wir hätten mal eine Tür bauen sollen. Eisen und Silizium brauchen wir dafür. Ich gehe mal Türkram holen. Ich meine, notfalls prügeln wir uns hier noch eine kleine Ecke rein. Weißt du, was ich meine? Dass wir uns hier nochmal so zwei Dinger hinsetzen und dann die Ecke erst machen und hier rumgehen. Dann können wir hier auch easy peasy durchlaufen. Ich glaube, das sollte nicht das Problem sein und daran sollte es auch, glaube ich, nicht scheitern. Das ist, glaube ich, ganz okay. Ich bin optisch jetzt nicht wirklich davon überzeugt bis hierhin, aber das kann sich ja vielleicht noch ändern. Von hier unten siehst du es sowieso nicht, weil da müssten wir echt hochbauen. Das haben wir mitgenommen, ne? Ja. Ja, wie gesagt, von hier unten siehst du das sowieso nicht. Da müssten wir halt noch ein bisschen höher bauen. Aber man erkennt es so ein bisschen wenigstens. Das ist okay. Ich nehme uns mal gerade Silizium mit. Und was wollten wir noch machen? Ach ja, dieses Eckmodul. Eisen, Kobalt brauchen wir dafür. Nur drei, dann brauchen wir noch ein bisschen Eisen. Ja, nach so Innenwand und sowas gucken wir dann später, ne? Das machen wir nicht jetzt sofort. Vielleicht noch eine Treppe? Eisen und Kobalt brauchen wir da auch wieder für. Nehme ich nochmal einmal mit, eine Riege vielleicht. Ich meine, ich könnte mir auch einen Teleporter da oben hinstellen, ne? Also, was ist das am Regnen, Alter? What the fuck, die Sonne scheint und es regnet. Es beginnt die Zeit des verrückten Wetters. Und ich liebe alles daran. Als Gamer, absolut beste Zeit. Es stört mich ein bisschen, dass das hier so leicht überguckt, ne? Nervt mich ein bisschen. Hier drüben ist das nämlich nicht. Ja, das geht mir ein bisschen auf den Sack, muss ich sagen. Aber da können wir, glaube ich, wenig machen. Müssen wir mal schauen, ob wir da vielleicht irgendwas noch nacharbeiten können oder so. Mal gucken. So, jetzt erstmal die Ecke hier. Bam. Das sieht doch schon mal ganz hübsch aus da drin. Und das gleiche auch nochmal hier. Nein, uns fehlt Titan. Oh, ist das frech. Warte mal, können wir uns hier vielleicht schnell einen Titan irgendwo schnorren? Jo, guck mal, da liegt doch welches. Warte. Ja, wie gesagt, vielleicht können wir hier irgendwas deichseln, dass das nicht so kacke aussieht. So. Das sieht schon irgendwie ein bisschen komisch aus, ne? Egal. Jetzt fehlt uns wieder Titan, weil wir noch die Tür brauchen. Ja, leck mich doch am Arsch. Habe ich eigentlich geguckt, was ich brauche? Oder was habe ich da unten gerade gemacht? Lul. Okay, warte. Nehmen wir gleich mal ein bisschen mehr mit. Für ein Fenster brauchen wir Eisenkobalt. Okay, das ist gut. So, dann würde ich nämlich hier in die eine Seite vielleicht ein Fenster reinmachen. Und auf die andere Seite kommt die Tür. So. Ne, dann haben wir nämlich die Tür hier schön so in der Mitte, dass das quasi mittig wirkt, aber eigentlich gar nicht in der Mitte ist. Aber das ist okay so. So, ja, und hier drinnen müssen wir halt mal ein bisschen gucken. Ich meine, wir haben hier schon Möglichkeiten auf jeden Fall. Ich würde gerne gucken, eine Treppe. Was bauen wir denn am besten? Das ist eine Außentreppe. Die wäre jetzt für draußen interessant sicherlich, um da hochzukommen. Ja, lass mal kurz checken, wenn wir die jetzt hier so hoch machen, dann könnten wir hier auch eine Tür hinmachen. Das würde schon gehen. Ob das jetzt unbedingt sinnvoll ist, weiß ich jetzt nicht, ehrlich gesagt. Ich würde das vielleicht doch lieber mit einer Leiter von innen regeln. Das müssen wir nochmal gucken. Ich meine, cool wäre die Leiter natürlich hier. Ja, das dachte ich mir schon. Okay, was ist, wenn ich die Leiter hier drüben hinmache? Haben wir genau das gleiche Problem, ne? Gut. Ist das schlimm, wenn wir hier oben landen? Ah ja, weil wir auch draußen landen können. Okay, dann ist die... Okay, das ist nicht so geil. Ich möchte sie halt eigentlich ungern mitten reinsetzen, ne? Was, wenn wir sie ein kleines bisschen von der Wand wegmachen? Ja, das ist schon angenehmer. Das ist okay. Dann sind wir halt hier mittendrin, aber das ist in Ordnung, glaube ich.
Ja, hier oben kommt halt safe Schlafzimmer rein, ne? Hier oben kommt safe Schlafzimmer rein. Das finde ich gut. Ich meine, es wäre eigentlich schon geil, wenn man hier noch raus könnte, ne? Doch, das wäre schon nice. Wir müssen hier eine Tür hinmachen. Wir können auch die Treppe hier lassen, das ist okay. Wir müssen halt hier noch ein Geländer hinmachen, aber hier oben, es wäre schon geil, wenn wir hier oben raus können, ne? Doch, das muss bleiben, auf jeden Fall. Okay. Ja, und sonst müssen wir uns halt hier irgendwie so ein bisschen mit Innenwänden und sowas halt ein bisschen irgendwie arrangieren. Ich weiß jetzt nicht genau, wie man die Innenwände hier setzt. Ich habe keine Ahnung, geht das nicht? Innenwand für Wohn... Ach du Heilige. Die kann man nur so setzen? Ich dachte, man kann die Wohnmodule dann auch noch so bearbeiten, so ein bisschen. Oh. Okay. Ich dachte, man kann die Innenwände hier platzieren. Gut, das ist natürlich jetzt nicht so nice. Okay, müssen wir mal gucken. Müssen wir vielleicht mit Pflanzen oder irgendwas arbeiten? Müssen wir mal schauen. Müssen wir schon irgendwie hin. Mal ganz kurz was trinken gehen. Ja, ist ein bisschen blöd jetzt, ne? Also was ich gerne als erstes da oben jetzt hätte, wäre ein Teleporter. Ich würde mich gerne da hoch teleportieren können. Das heißt, wir gehen jetzt mal ganz kurz zurück nach Hause. Und bauen uns einen Teleporter. Was brauchten wir dafür? Ja, sollten wir eigentlich alles haben. Also, Pulsar haben wir mehr als genug. Das ist kein Problem mehr. Wir hatten mal eine Zeit, da hatten wir echt keinen Pulsar gehabt. Mittlerweile, no problema, no problema. Zeolith haben wir dabei. Obsidian bräuchten wir noch. Das haben wir hier. Dann bräuchten wir noch einen Superlegionsstab. Und wir bräuchten ein bisschen Osmium. Ich habe mehr Osmium, Sibyl. Kann ich gut gebrauchen. Pass auf, gehen wir einmal rüber. Wasserfall. Tüdeln einmal nach oben. Und stellen uns da oben mal einen richtig geilen Teleporter hoch. Jawohl. Was brauchten wir eigentlich für die Couch und sowas? Ach, ja. Wir brauchten den intelligenten Stoff. Da müssen wir mal gucken, wo wir den herstellen können. War das im Biolabor oben oder was? Ich weiß es nicht mehr. Müssen wir mal schauen. Kriegen wir bestimmt hin. So, pass auf. Einmal die Hintertür. Wo stellen wir das Teleporterchen denn mal hin? Vielleicht hier hinten in die Ecke? Steht halt gut hier hinten. Ich weiß es ja auch nicht, gell? Ich meine, ich stelle ihn erstmal da hinten in die Ecke. Vielleicht stellen wir ihn auch nochmal um. Und das Ganze nennen wir Zuhause. Denn hier sind wir zu Hause. Ja. Okay. Eine Tür würde ich gerne noch bauen. Und zwar die Wohnungstür. Wir haben nämlich keine Eingangstür hier vorne. Die Frage ist jetzt natürlich, wo setzen wir die denn hin? Ich meine, ich fände es eigentlich ganz nice, wenn wir hier noch ein kleines bisschen Struktur reinbekommen. Indem wir vielleicht auch hier vorne... Ach, wir haben kein Eisen mehr. Nochmal so zwei Dinger hinsetzen, wo wir vielleicht so einen kleinen Eingangsbereich haben, dass das ein bisschen voneinander getrennt ist. Damit bin ich... Ich mag es nicht, wenn man die Tür reinkommt und direkt im Wohnzimmer steht. Wenn ihr versteht, was ich meine. Brauchen wir noch? Titan. Und Silizium. Bisschen Kobalt haben wir noch dabei. Ich kann mal noch was mitnehmen hier. Daran mangelt uns... Ah, warte mal. Bevor wir jetzt da doof hochfliegen, wir können uns einfach hochporten. Stimmt. Randy porten. Das ist falsch. Wir müssen nach Hause. So, hier sind wir richtig. Okay, dann einmal hier raus. So, dann hier nochmal so ein Dingens hingesetzt. Bam.
Und dann könnten wir den Eingang theoretisch gesehen hierhin machen. Wir können ihn aber auch hier hinballern, ne? So? Vielleicht? Na, kommst du hier so reingelaufen? Tada, hier bin ich. Geht eigentlich klar, oder? Vielleicht ein bisschen zur Verschönerung da hinten in die Ecke auch noch so ein Glasding? Nur damit das nicht ganz so traurig aussieht. Nein, uns fehlt Eisen. Warte mal. Hier liegt bestimmt irgendwo Eisen rum. Natürlich nicht. Sag mal. Ist jetzt nicht dein Ernst, oder? Hier liegt doch bestimmt irgendwo ein Eisen rum. Komm. Ja, da ist eins. Nee, Silizium, scheiße. Eisen. Ah, moin. Hallo. Herr Eisen, was ist denn das? Ah, guck mal. Nice, die haben wir noch nicht aufgemacht. Okay. Frech. So, was wollte ich jetzt machen? Fenster. Ja, guck mal. Nur dann hast du hier so ein bisschen Übergang. Ich meine, hier könnten wir... Ja, wir haben jetzt leider nicht den Stuff für eine Innenwand, aber hier könnte man eine Innenwand hinmachen. Und theoretisch gesehen könnten wir uns halt hier unten noch ein kleines, so ein kleines Dingens hinmachen, so eine kleine Plattform, wo wir dann unser Auto parken können. Können wir das Auto hier hinstellen, theoretisch? Achso, Rechtsklick. Okay, ich stelle ihn erstmal hier hin. Wie gesagt, wir könnten uns da unten halt eine kleine Garage machen, dass wir da hinkommen mit so einer Leiter, die hier nach unten geht. Und dann hätten wir halt hier unten so einen kleinen Garagenplatz oder so. Das könnte man schon machen, theoretisch. Und auch hier könnten wir noch... Oh, eine seltene Larve. Hier könnten wir noch ein Stückchen rausgehen. Ich mache gerade mal hier die Ecke raus. Haben wir Eisen dabei? Yo. So, guck mal. Und dann müssen wir uns einfach nur hier... Ich habe kein Eisen mehr. Ich baue mich mal gerade runter. Warte. Wasserfall. Moin. Und dann einmal kurz hier vorne hin. Warte. Wo sind wir gewesen? Hier Eisen, glaube ich. Bam. Nehmen wir gerade mal wieder ein bisschen mit. Und dann wieder zurückporten. Schmump. Zu Hause. So. Dann hier. Und dann können wir nämlich hier die Ecke reinmachen. So, guck mal. Und dann haben wir das hier easy going zu. Dann können wir halt hier, müssen wir mit dem Zaun wieder ein bisschen gucken. Ja, das mit den Zäunen ist so ein bisschen crazy, ne? Das kriegst du halt nie so hin, dass es wirklich zu ist. Das ist ein bisschen blöd gemacht, finde ich jetzt. Man könnte, ich glaube in die Kommentare hat jemand geschrieben, man könnte Lichter dazwischen setzen. Damit diese Lücken so ein bisschen gefüllt sind. Ich finde die Idee eigentlich gar nicht verkehrt. Das heißt, wir müssten eigentlich nur so ein bisschen den Abstand vergrößern. Ne, dass wir überall so ein bisschen mehr Abstand dazwischen haben und dann... Oh, hallo! Und dann... Sollte das dann auch irgendwann aufgehen eigentlich, ne? Mal... So, siehst du, dann wird der Abstand halt immer ein bisschen größer. Hier, den da können wir nochmal wegmachen. Und setzen den halt einfach noch ein bisschen mittiger. Ja, passt. Passt. Du wirst den gleichen Abstand hier niemals hinbekommen. Alter, guck mal, wie viele gemeine Larven hier bitte liegen. What the fuck? Hä, auch so viele seltene Larven. Was ist das? Crazy. Hier ist auch wieder eine. Junge, wie viele wir mittlerweile haben. WTF. So, warte, dann können wir hier auch nochmal. Dann lass doch hier einfach rangehen. Und dann setzen wir hier eine Gebietsleuchte oder irgendeine Lampe oder irgendwas hin. Hier vielleicht so eine Außenlampe einfach. Hilft dir, den Weg zu finden. Oder ein Leuchtfeuer von mir aus. Irgendeine kleine Dekoration können wir doch schon hinsetzen, es geht. Eine Leuchte, die überall platziert werden kann. Ne, die brauchen wir, glaube ich, nicht. Ja, schau einfach mal. Wir werden schon irgendwas finden, was wir da hinklatschen können. Dann können wir das hier noch ein bisschen weiter nach drüben versetzen. Warte. So.
Brauche ich wieder ein bisschen mehr Abstand. Ja, das passt schon. Wie gesagt, wir setzen einfach ein paar Lämpchen dazwischen und dann fällt das auch gar nicht mehr auf. Das ist okay. So, pass auf. Und dann können wir nämlich hier... Haben wir den Stuff dabei dafür? Uns fehlt das Zeolith. Haben wir hier irgendwo so eine Zeolith-Quelle vielleicht? So auf die Schnelle? Auf die Schnelle eine Frikadelle. Horst eine Frikadelle. Kennt das jemand von Horst Schlemmer? Eine Frikadelle. Fliegen wir mal ein bisschen hier rum und gucken, ob wir ein schönes Zeolithchen finden. Ich meine, klar, wir könnten noch nach Hause fahren. Also nach Hause porten. Also ins Lager porten ist ja nicht mehr das Zuhause. Wir sind ja jetzt zu Hause. Wir haben jetzt eine Butze. Hallo. Oh. Schade. Ja, wir haben ja jetzt eine Butze. Das heißt, wir müssen nicht mehr im Lager schlafen. Das ist gut. Boah, ist aber immer noch schön hier, ne? Ich mag das Gebiet immer noch sehr, sehr gerne. Und ich meine, es gibt mittlerweile, gäbe es theoretisch so viele Möglichkeiten, wo man bauen könnte, ne? Also da so viele Möglichkeiten, so viele geile Orte, wo man einfach eine Basis bauen könnte. Und ich meine, wenn ich jetzt ein Planet Crafter Kanal wäre, der sich nur um Planet Crafter irgendwie kümmert, gibt es sowas eigentlich? Weiß ich gar nicht. Auf jeden Fall, du könntest halt, also ich hätte halt so viele geile Ortschaften, wo man hier Basen bauen könnte, ne? Das ist echt wild. Allein das da hinten auch das Gebiet, wo wir eigentlich im Grunde genommen noch gar nicht so wirklich waren, weil ja, das halt relativ spät erst dazu kam und auch relativ weit weg von unserem Standort war. Aber das ist halt auch, sieht so großartig aus da hinten. Ich habe wahrscheinlich schon 10-mal Zeolith übersehen, ne? Aber ist egal, Hauptsache wir können hier noch ein bisschen durch die Gegend streifen. Ist immer noch toll. Oh, Leukit. Ja, hier vorne das Gebiet, ne? Also hier könntest du halt auch, ich glaube, mega coole Sachen bauen. Wobei ich sagen muss, und dabei bleibe ich auch, ich finde das Bausystem von Planet Crafter, um es mal freundlich auszudrücken, etwas gewöhnungsbedürftig. Daumen ist Zeolith. Etwas gewöhnungsbedürftig. Ich glaube, es gibt Spiele, die haben das schon besser hinbekommen. Ich würde mir manchmal wünschen, bei Planet Crafter ein bisschen, ja, wie soll ich das sagen? Ein bisschen mehr Freiheit beim Setzen der einzelnen Komponente würde ich mir wünschen. Und vor allem Dingen würde ich mir aber auch wünschen, dass man irgendwie in den Baumodus reingeht und dann vielleicht einfach die Möglichkeit hat, weiter rauszufliegen oder dass man hochzuschweben oder was auch immer. Keine Ahnung, irgendwas. Aber so ist das Bausystem von Planet Crafter manchmal echt ein bisschen weird, weil du stehst halt so nah an diesen riesigen Bauelementen, dass du halt einfach gar keine... Also du hast halt nur wenig Übersicht irgendwie gefühlt, ne? Das nervt ein bisschen. Guck, jetzt hier würde ich einfach gerne hochfliegen können, aber er fliegt halt automatisch immer wieder runter. Das wäre cool, wenn das anders wäre. So, pass auf. Steht das da ein bisschen im Weg? So gefühlt? Oder meine ich das gerade nur? Ich glaube, so ist besser, ne? Ist halt schade, du siehst es halt fast nicht, weil in dem Baum, ne? Naja, doch, geht aber. Doch, das geht, das ist okay. Ich hätte halt gerne hier vorne noch so ein Bäumchen hingesetzt, ne? Können wir das machen? Ich meine, ohne dass wir uns die Aussicht vermiesen. Vielleicht hier noch so ein kleines Bäumchen hinsetzen? Ist das möglich? Es darf ruhig ein bisschen grüner werden, ne? Das ist... Wir sind hier nicht irgendwie... Wir sind hier... Das darf hier ruhig ein bisschen... Ein bisschen hübsch auch werden. Und nein, es muss nicht symmetrisch sein. Okay, jetzt bräuchte man aber trotzdem hier drüben noch einen Baum irgendwo, ne? Vielleicht wirklich hier? Kann ja passieren, dass uns das Gemüse irgendwie ins Fenster reinwächst. Wir müssen dann gucken, dass wir den Zaun da auch noch hinsetzen können, ne? Aber ganz ehrlich, das ist jetzt nicht das Problem.
ballern wir mal die Bohne rein. Hier. Hey. Sag mal. Ach, was mache ich denn? Da ist der Baum. Lul. Ja, wie gesagt, da oben wächst der Baum gerade noch ein bisschen rein. Ich hoffe, wächst der noch? Ach nee, der ist schon ausgewachsen. Jetzt haben wir das Gemüse von dem Baum da drin. Das ist natürlich ein bisschen blöd jetzt. Das ist so eine seltene Larve wieder? Nee. Ja. Ja, dass der Baum da jetzt ins Dings reinwächst, finde ich jetzt nicht so geil, ne? Ist ein bisschen blöd, aber okay. Ja, das passt schon. Das passt schon. Ansonsten sieht es doch schon mal ganz annehmbar aus, glaube ich, oder? Das ist okay. Ich finde es eigentlich ganz hübsch so fürs Erste. Geht auf jeden Fall jetzt noch so ein bisschen Richtung Einrichtung. Da müssen wir noch ein bisschen ran, aber ich glaube, das kriegen wir hin. Folge war heute ein kleines bisschen länger. Ich hoffe, das ist okay. Ich habe die letzten Tage waren etwas wild und etwas stressig. Deswegen sind, glaube ich, eine Folge oder zwei Folgen sind ausgefallen von Planet Crafter. Sorry dafür. Ja, und jetzt morgen wird der Hund operiert und ne, deswegen ist die Folge heute ein kleines bisschen länger. Ich hoffe, das ist okay. Wir holen auf jeden Fall noch unsere lange Folge nach und wir holen uns ja auch die drei Enden ganz am Ende. Das heißt, das wird bestimmt auch eine Stundenfolge. Ja, ne, sorry. Sorry. Aber das kriegen wir schon hin. Ne? Nächste Folge geht's weiter, dann bauen wir hier noch ein bisschen weiter rum. Es ist eigentlich im Grunde genommen das letzte Projekt, was wir jetzt noch haben bei Planet Crafter. Wir bauen hier ein bisschen rum, dann bauen wir die Startrampe, gucken uns die drei Enden an und dann ist das Let's Play vorbei. Und dann haben wir, glaube ich, auch so das meiste gesehen, was man bei Planet Crafter hier sehen konnte. Ich glaube, wirklich viel mehr zu tun gab es nicht mehr. Aber ich freue mich, wenn wir unser Häuschen fertig haben. Ich glaube, das wird ganz cool. Das wird auch nochmal ganz nice, das dann am Ende einzurichten. Schauen wir einfach mal. Ne? Ist sicherlich die perfekteste Architektur. Da gibt es wahrscheinlich andere Leute, die mehr und besser bauen können. Aber das ist auch okay. Ist gar nicht mein Anspruch. Ne? Weißt du Bescheid. Dankeschön fürs Zuschauen. Und wir hören uns in der nächsten Folge wieder von Let's Play Planet Crafter. Bis dahin.